Einen wunderschönen guten Abend, dieses Jahr schon. Ja, wenn das Video kommt, bestimmt auch. Ja, meine hässerliebsten Sojasprösschen. Heute mal wieder mit Fiesta. Und wer steht da neben mir? Hä? Wer ist das? Der. Was? Geht doch. Und ich hab dich gar nicht in der Gruppe drin. Das müssen wir ändern. Oh nein. Doch. Hatten wir eigentlich noch Quests vom letzten Mal offen oder haben wir alles? Oh, Eigentlich müssten wir wir, noch ein paar. nein, wir haben noch ganz viele laufen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir noch ein paar offen haben. Ein paar ist gut. Ich habe also 7 noch offen. Ich habe 6. Ja, ist die Frage, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Womit? Wird das hier nicht so cool angezeigt? Was wir da alles. Ja, du sollst nicht zum Wald der Gezeiten laufen. Du komischer Typ. Hier. Hui. Wo kann man mal diese Anfängerhilfe hier entfernen? Geht das? Ja, danke. Ach ja, die liebe Anfängerhilfe. Und jetzt habe ich sie direkt wieder aufgemacht. Ja. Du meintest vorhin zu mir irgendwas von wegen gucken, ob wir neue Items kaufen können. Ja, was heißt Items, halt Ausrüstung, weil die, die wir tragen, ist ja teilweise noch für Level 2. Und ich wurde gerade gebufft. Von wem? Von irgendeinem komischen Priester. Oh, ich auch. Vom Tsukune Aono. Quest-Experte. Und dann lass den Quest-Experten Quest-Experten sein. Ja, ein Danke kriegt ihr jetzt nicht von mir, also. Das wäre Ich habe ja. nicht darum gebeten, gebufft zu werden, ja? Nein, ist ja ganz nett, aber wenn ich jedem Priester, der an mir vorbeiläuft, auch in anderen Spielen jedes Mal Danke schreiben würde, wenn ich gebufft werde oder so. Ich meine, dankbar sein sollte man, aber Ja, das also passiert einfach so lieber, oft. keine Ahnung, wie du es genau heißt, aber falls du das hier siehst, Dankeschön. Ich glaube zwar nicht, dass du das wirst, aber. Nichts ist unmöglich. Ja. So, kaufen. In der Tat, wir können neue Sachen kaufen. Ja. Nee. Also, ich kann zumindest keine besseren kaufen. Das sind dieselben, die ich anhab. Einen besseren Bogen kann ich kaufen, das war's. Auf der nächsten Seite müsstest du noch bessere Schuhe, besseres Kopftuch und Ach, bessere da gibt's ja Hose. zwei Seiten, stimmt. Oh, Lars, wenn ich dich nicht hätte, ne? Ja, ich weiß. Dann wärst du verloren. Dann wäre ich aber sowas von verloren. Ich fühle mich verarscht. Ich habe nicht mehr genug Geld. Dann muss man halt verkaufen. Ja, das mit dem neuen Bogen hat sich, glaube ich, richtig gelohnt für mich. Warum? Weil ich noch ein Le weil wir ja fast Level 10 sind, oder ich zumindest. Und ich letztens noch ein Level 10er Bogen gefunden habe. Gut, okay, darüber lässt sich streiten. Ja, das war ein bisschen unüberdacht. Ja, mein Gott, Fehler passieren. Ja, das stimmt. Was haben wir denn hier noch Lustiges? Egal, aber ich sehe mal schon mal so, sehe ich wenigstens ein bisschen besser aus hier. Also, es sieht zwar immer noch, ja, bisschen sehr seltsam aus, aber Wie gesagt, ich fand es damals, als wir im Tutorial ohne hier so Rüstung rumgelaufen sind mit diesen Standardklamotten oder was auch immer das war, das sah bei mir auf jeden Fall wesentlich besser aus hast du auch. schon deine neuen Sachen an? Ja, es sieht Ah nicht ja, gerade. du hast neue Stiefel. Ich habe neue Stiefel und ich habe eine neue Hose und ja, Kopf sieht man ja nicht. Ja, sexy. Ja, Ja, super. wo dürfen wir denn jetzt hinlaufen? Du weißt Ich das doch bestimmt. würde sagen, ich denke mal, du musst auch Muscheln sammeln, oder? Ich habe hier. Bevorzugte Muscheln 1. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, Wald der Gezeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also hier Warte hinten, ne? mal. Also hier verdächtige Winzlinge habe ich noch. 20 kleine Hobbs, wo gibt's die denn? Die Da steht nämlich laufen. gar. Ach, da kam ja Standort. Das ist Sandbucht. Okay, Sandbucht müssen wir also. Da können wir auch nervöse Bienchen machen, falls du die hast.
Ich habe noch blaues Krabbengericht. Ja, das habe ich auch. Glaube ich, nee. Nee, das habe ich eben nicht. Von wem kriegt man das denn? Tempelin Maria, wo ist die denn? Die steht da unten. Ich wünschte, ich könnte jetzt pingen, weil das könnte ich dir dann zeigen. Die steht ja, da. Ich guck einfach mal hier über. Ich hab's ja schon. Ich kann einfach über, da, wo bei dir ein rotes Q ist, wahrscheinlich. Ja, ich kann hier einfach auf M drücken. Warte mal, ich kann noch hier hinten rum auch irgendwo, ne? Ja. Jetzt sag mir nur mal, wo auch da. Da, wo früher mal diese eine Sahneschnitten-Tante da stand. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Was denn? Es war ein Charakter, der Sahneschnitte hieß. Es tut mir leid, dass ich das jetzt erwähne. Ja, aber die Folgen daraus. Ach so. Da möchte ich nicht drüber reden. Ich bleib dann einfach mal hier stehen und... Ja, denk mir da mal. Da ist Templerin Maria. Wo hast du den Josef gelassen? Ich wollte gerade sagen, irgendwie ironisch eine Templerin Maria zu nennen. Ja, was heißt ironisch? Ironisch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Habe ich das denn jetzt? Blaues Krabbengericht, ja. Wald der Gezeiten und da ist dann auch nervöse Bienchen. Achso, das kann man da mehrmals machen. Wir müssen noch mit dem Stadtmeister hier reden. Glaube ich. Ja, da gibt ihr die Kennung. Achso, wenn wir auf Level 10 sind, dann. Ja, ja. Saikyun ruht sich aus. Ja, ich brauche meinen. Komm aus deinem Schlumpfhaus raus. Nein, ich bin ein wunderbarer blauer Schlumpf. Siehst du? Richtiger Schlumpf bist du jetzt, komm. Hier geht's zum Wald der Gezeiten. Und weil ich so faul bin, drücke ich da jetzt einfach drauf. Hä, hey, die läuft ja gar nicht jetzt. So. So. Ach ja, das ist. Hey, wo läuft. Oh nee, der läuft jetzt nicht die Wege lang, oder? Wenn ich auf automatisch laufen gehe. Ey, das ist ja völlig beschränkt. Leute, wer macht denn sowas? Jetzt muss ich aber einfach gucken. Oh, schon wieder eine Anfängerhilfe, geh weg. Ich habe eine Erfahrung erhalten. Wieso hast du eine Erfahrung erhalten? Hast du ein Viech gekillt oder ja. was? Oh mein Gott, wie kannst du es wagen? Und ich habe 666 MP gerade. Nein. Doch. 666 von 1024. So. Ich weiß diesmal sogar, wo wir hin müssen. Nein. Doch, ich habe nämlich jetzt mal gerafft, wo die Sachen auf der Karte angezeigt werden. Oh mein Gott. Ja. Und Leute, ich find's faszinierend, dass ihr euch die Fiesta-Videos am meisten anguckt. Weil nachdem sie hochgeladen wurden, sind das die Videos mit den meisten Klicks bei mir. Wo ich mir so denke, keiner guckt sich Dragon Nest an, oder fast keiner. Ja, okay, wer will sich angucken, wie wir da und durch dieselben Dungeons rennen, das ist ein... Ja, okay, aber das wollen wir ja jetzt ändern, wir sind ja am Leveln. So mehr oder weniger. Richtig, da kommt ja noch ein Video, das habe ich immer noch nicht fertig, weil da kommt ja noch was hinten dran geschnitten. Also bevor ihr euch jetzt wundert, ne, also deswegen lohnt sich das schon, dieses Video zu gucken für die Leute, die sich dann doch für Dragon Nest interessieren. Wir haben uns jetzt nämlich entschlossen, nachdem wir Level 24 geworden sind, offscreen zu leveln, weil das wollen wir euch einfach nicht länger antun. Ist nicht so geil, vor allem ist es irgendwann wahrscheinlich ein bisschen sehr langweilig, einfach immer denselben Dungeon zu sehen. Richtig, weil das hat ja Dragon Nest leider. Dass man immer und immer wieder dieselben Orte bewundern darf. Naja, wenn man jetzt noch immer Nebenquests mitmacht, ne, also... Ja, aber ansonsten wird's ja auch etwas kompliziert, wenn man das nicht tut. Meine ich ja, gut möglich. Also ich weiß es nicht, wir haben ja leider beide noch keinen Charakter wirklich hochgespielt. Aber... Ja, wie gesagt, mein Cap war jetzt auch 24. Ich bin Level 10. Hast du schon Stufe 10? Ja, ich habe ein komisches Viech über mir. Jetzt möchte ich aber bitte... Ah, diese Anfängerhilfen nerven. Vor allem, weil man sie so schlecht wegklicken kann. So. Direkt einen neuen Bogen gekriegt. Also, den hatte ich ja noch. Ach ja... Meinen ganzen Rotz hier mitnehmen.
Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Ja, vor allem brauchen wir das doch zum hier, wie craften heißt denn das Zeug? und. Ja, nicht craften, sondern hier zum graden. Ja, oder das. Du hast die Quest jetzt fertig, nehme ich an. Okay, ich möchte jetzt noch blaues Krabbenfleisch sammeln. Ja, und Muscheln ernten. Irgendwie sowas. Muscheln ernten? Ja. Hast du schon wieder irgendwas, was ich nicht hab? Bevorzugte Muscheln, habe ich dich doch eben schon gefragt. Das müsstest du auch haben. Tatsache, gab's sie hier? Ja. Lass uns aber erstmal die blauen Krabben töten. Sie sind blau. Ja. Yay, Level 10. Toll. Ich brauche jetzt auch alle. Das brauchen jetzt auch alle. Oh, ich soll vielleicht das. Nee. Wenn du mir jetzt noch sagst, was du sagen möchtest, dann kannst du. Ja, ich überlege, was ich jetzt hier einsammeln soll, weil irgendwie droppen die gerade wieder nichts. Ach doch! Ach, das war jetzt wieder so cool gelöst, dass immer nur einer von uns beiden die Sachen einsammeln kann, ne? Oh mein Gott. Halt so, dass wir jetzt richtig schön Viecher töten können, damit wir. Damit jeder von uns diese verdammte Quest endlich mal abschließen kann. Ja, vor allem damit wir jetzt durch die Viecher irgendwie ordentlich EP kriegen. Ja, was in Fiesta natürlich auch noch funktioniert. Ja, weiß ich nicht, so lange habe ich Fiesta gar nicht gespielt gehabt, da warst du schneller als das ich. Das hast du mir doch mal angemerkt, dass das so gut klappt. Ja, das habe ich am Anfang gemacht, als ich mit Fiesta angefangen, aber sie noch nicht gerafft hat, dass es Quests gibt. Ach so, ja gut, okay. Weil das ist ja jetzt schon, Fiesta ist ja jetzt auch schon ewig alt. Und das war so, glaube ich, das erste Online-Spiel, was ich gespielt habe. Oh mein Gott, die haben die Animation von diesem komischen Hammerangriff geändert, fällt mir gerade so spontan auf. Ja, aber ich bin ja immer noch dankbar dafür, dass der Einlog-Screen, dass man den geändert hat. Ach so, von dieser nervigen Musik, ne? Ja, da ja, war ja von dem Drachen, beziehungsweise von der Katze, die sich da dann hinsetzt, am Rumwinseln ist. Und dann kommt dieses fette Viech da gelandet, es macht einfach nur Rums und dann ist einfach nur. Dann startet diese Theme-Music und dann ist alles. Ja, die einfach übelst energisch ist. Die Frage ist, bleibt das jetzt oder kommt die Theme-Music irgendwann wieder? Das weiß ich nicht. Ich finde, die können sie ruhig behalten. So, und an die Muscheln hier müssen wir jetzt dran. Ja, beziehungsweise ich muss noch blaue Krabben töten. Achso. Was muss ich jetzt für eine Taste drücken? Du musst die eigentlich einfach nur anklicken. Ach so. Ja, ich habe zweimal Muschelfleisch. Yay, Muschelfleisch. Oh mein Gott. Seestern. Wie ich einfach permanent E und Q drücke, obwohl ich gar nicht E und Q drücken möchte. Okay, ja, ich habe gerade auch E gedrückt. Weil da oben was mit E stand, weil, Kingdom Quest Anmeldung so. Ja, nein, einfach weil E und Q ja diese komischen Steine aktivieren. Ja, das ist mir gerade dann auch eingefallen. Halt ein bisschen kacke, dann die Steine zu verbrauchen, wenn man sich verklickt. Also, So, was haben wir denn für eine Karte gekriegt? Hochlandschleim, Ja, möchte ich registrieren. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz, was das bringt, aber. Man kann Karten sammeln. Was gibt es Besseres als Karten zu sammeln? Ich habe einen Pilz, hey. Hurra. Da ist noch eine. Ich will sie haben. Ich könnte mal noch das letzte blaue Krabbenfleisch kriegen. Das wäre richtig schön. Dann könnte ich auch mal die Muscheln sammeln. Beziehungsweise das könnte ich jetzt eigentlich schon machen, aber eins nach dem anderen. Jetzt habe ich eine Krabbe gekriegt, toll. Nur weil du von Krabben geredet hast. Krabbe hier, Krabbe da, Krabbe bla. Ja. Oh, ich habe ein Schwert gefunden. Julian, kannst du ein Schwert benutzen? Nein, kann ich nicht. Oh. Aber ich habe noch Statpoint, also ich habe noch hier. Ja, ich habe endlich diese verdammte Quest abgeschlossen. Wuhu. Jetzt Muscheln. Hooray to Lars. Ja. Was? Achso, die. Muschelfleisch. Laufend, was haben wir denn da? Verächtliche Winzlinge, nicht verdächtige, achso. Ja, Hauptsache Winzlinge. Ja. Die sind aber hier in der Sandbucht. So, die habe ich jetzt auch abgeschlossen, die Muschel. Kommen wir denn von hier in die Sandbucht?
Ja, müssten sehr schön wir. da vorne. Ja, das Portal ist direkt da vorne. Mir nach. Wegfindungsstörung. Königskrabbe. Ja, das war ja so ein Elite-Viech. Ja, irgendwie so, aber das Viech müssen wir, glaube ich, auch noch töten. Ja, ich glaube, das ist die Anschlussquest an blaues Krabbenfleisch oder sowas. Wer weiß, wer weiß.